wird durch den Sommer. Paral, jetzt auch mit Sprühpumpe. Da sind wir wieder mit den letzten Nachrichten in Sat.1. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ein Unternehmen im ewigen Eis und Schnee erregt zurzeit die Gemüter trotz sommerlicher Temperaturen. Der Zugspitze soll nämlich eine künstliche Haube aufgesetzt werden. Ein Werbegag, über den vor allem Naturschützer nicht so recht lachen konnten. Aber alle Proteste halfen nichts. Heute Mittag war es dann endlich soweit. Und unsere Kollegen von Tele1 Augsburg waren natürlich dabei. Stolze 2966 Meter ist sie hoch, die Zugspitze, Deutschlands höchster und wohl auch meistbesuchter Berg. Doch was ist das schon im Vergleich mit den österreichischen Konkurrenten, zum Beispiel den Ötztalern, deren Gipfel die 3500 Meter weit überragen und die scheinbar mitleidig lächelnd zu den minderen Nachbarn im Norden herunterschauen. Von den 4000ern der Schweiz, die im Westen auf Distanz bleiben, ganz zu schweigen. Heute sollte nun alles ganz anders werden. Die Zugspitze sollte endlich in den Rang eines 3000ers erhoben werden, wenn auch nur für kurze Zeit. Eine Schweizer Firma hatte sich das als Werbegag ausgedacht. Kurz vor Mittag war es dann soweit, ein Hubschrauber nahm die Gipfelattrappe aus Plastik und Steinen am Zugspitzblatt an den Haken. Der neue Supergipfel war genau 34 Meter hoch und musste nur noch auf den altgedienten Gipfel aufgesetzt werden, um der Bundesrepublik endlich ihren ersten ersehnten 3000er zu bescheren. Doch die neue Krone passte nicht zurecht. Trotz vieler Flugmanöver gelang es dem Piloten nur für wenige Sekunden, eine zudem ziemlich flatterige 3000er-Version hinzuzirkeln. Das Ende des Ausflugs der Zugspitze in höhere Regionen war dann doch ziemlich ernüchternd. Der neue Gipfel erwies sich als ein reichlich schlaffer Sack. Und weiter geht es bei uns mit Kurzmeldungen. Rom. Der italienische Ministerpräsident Bettino Craxi hat heute Abend seinen Rücktritt erklärt. Er zog damit die Konsequenz aus der jüngsten Regierungskrise. Die von Craxi geführte Koalition war in den letzten Monaten mehr als 50 Mal bei parlamentarischen Abstimmungen unterlegen. Staatspräsident Cossiga will nun Gespräche aufnehmen, um den Konflikt beizulegen. Madrid. Einen Tag nach dem Bombenanschlag auf dem Madrider Flughafen hat die spanische Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen Palästinenser mit syrischem Pass. Er soll der Hintermann des Anschlages sein. In seiner Wohnung fand die Polizei Chemikalien zur Herstellung von Sprengsätzen. Johannesburg. Die südafrikanische Regierung hat heute die Europäische Gemeinschaft vor Wirtschaftssanktionen gewarnt. Außenminister Botha drohte für diesen Fall mit Maßnahmen gegen die schwarzen Nachbarstaaten Südafrikas. Die Staats- und Regierungschefs der EG hatten heute in Den Haag beschlossen, Südafrika noch 3 Monate Zeit zu geben, die Abschaffung der Apartheid einzuleiten. Rom. Weil ein Italiener etwas gegen Hamburger hatte, wurde in